Und schon wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. An Bord der Tempest, wir haben immerhin die Nexus schon mal verlassen, haben aber noch das ein oder andere Gespräch zu führen tatsächlich. Und zwischen den Folgen habe ich gerade gemerkt, wenn ich hier gegenlaufe, ich muss das ausprobieren. Wow! Wow. Okay, alles klar. Kann man machen. Kann man machen. Sollte man vielleicht nicht, aber kann man machen. Ich rede mit... Huch. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihr Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Lassen Sie mich raten, Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Es war so klar. Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Ich bin nicht manche Leute. Mir gefällt Ihr Engagement. Das freut mich. Es ist ein gutes Gefühl, geschätzt zu werden. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Haben wir denn irgendwelche Daten über sie? Also ich meine, es muss ja irgendwie eine Akte oder sowas geben. Die Nexus hat ja mit Sicherheit irgendwelche Aufzeichnungen über sie, wo wir uns informieren könnten, wer sie eigentlich ist. Also ich meine, ja, sie ist einfach so an Bord gekommen. Sie hat uns keine wirkliche Erklärung dafür gegeben und wir haben sie einfach mal akzeptiert. Ryder. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Ich glaube, die Entscheidung, wir wollen wieder nach Hause, die gibt es einfach nicht. Das hätte aber jedem bewusst sein müssen. Selbst wenn, ich vermute mal, dass die Archen vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hätten, einfach umzudrehen, dann wäre die Rückreise aber nochmal 600 Jahre gewesen. Das wären 1200 Jahre von zu Hause weg, wenn sie wieder eintreffen. Das Zuhause, das sie vorfinden, wird ihnen genauso fremd sein wie die neue Galaxie, in der sie eingetroffen sind. Es gibt da keine Option mehr, zu sagen, ach nee, ich möchte doch nicht, ich will wieder nach Hause.
Sie kennen das Schiff ziemlich gut. Ich habe dafür gesorgt, dass die Techniker alles hatten, was sie brauchten, damit die Tempest jederzeit einsatzbereit ist. Unsere Anführer wollten sie ausschlachten, aber ich habe darauf beharrt, dass irgendwann ein Pathfinder auftauchen wird. Ich liebe es, Recht zu behalten. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Jupp. Yep. Nun, kann definitiv nützlich werden, jemand, aber so wie das klingt, hatte sie ja offensichtlich eine Geschichte in, also damals schon in der Milchstraße, eine Geschichte in Zusammenhang mit Dingen beschaffen, wo man besser nicht fragt, wo sie herkommen. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Hat er eine Couch hier reingeschleppt? Eine alte, ranzige Couch? Das Ding durfte mit nach Andromeda? Tja, es war brandneu, als wir aufgebrochen sind. Es war ein hartes Jahr. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1, aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich habe das alles hinter mir gelassen, als die Arbeit meines Vaters schiefgelaufen ist. Es ist ewig her. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Weil ich solche Momente schätze mit Leuten wie Ihnen. Sie kennen mich doch noch gar nicht. Trotzdem ist es eine Antwort. Sie wollten was weit weg von zu Hause. Verstehe. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job. Alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Wenn alles hier schief geht, könnte die Reise umsonst gewesen sein. Ich weiß, warum ich hier bin, und ein holpriger Beginn ändert nichts daran. Das lasse ich nicht zu. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das sind Sie und dieses Team. Pathfinder, gleich Planeten, gleich Heimat. Sie haben Ihren Teil im Griff. Sie schaffen das. Und ich versuche mich um den Rest zu kümmern. Na gut, Spezial-Sondereinsatzkommando zur Rettung von Menschen. Also zur Rettung von Personen in Krisengebieten. Pathfinder. Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten? Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Ein von den Abläufen frustrierter, ungeduldiger Rekrut. Ganz schön dick aufgetragen. Tja, ich war auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe es gefunden. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle, Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das
wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Das Leben mit meiner Familie war in vielerlei Hinsicht untypisch. Aber sie hat funktioniert, oder? Das muss sie. So wie meine. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Ein schönes Quartier. Immerhin hat er eine Couch. Obwohl das Quartier mit... Obwohl, ist das ein Quartier? Nee. Das ist, glaube ich, eher seine Arbeitsstätte, oder? Hier direkt am Schiffskern wäre mir ein bisschen suspekt. Suspekt. So, da oben geht's... Achso, warte mal. Unser Chefingenieur ist ja noch da oben am Kern. Bei seiner Arbeit... Ah, der Pathfinder dreht ihre Runde. Und sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken. Aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Das klingt, als wäre es ein ziemlich trostloses Leben gewesen. Ganz ehrlich? Es war zum Kotzen. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Oh, sorry, aber das ist ein bisschen... Ich kann auch mehr als nur auf der... Das ist ein bisschen... Ich weiß nicht. Okay, mit ihm können wir offensichtlich auch romancen. Kann man hier mit jedem Charakter romancen? Also, quasi eine Romance. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, komm, ich lasse das jetzt mal. Das ist ein bisschen... Wir erkunden diesen Cluster und irgendwann auch die gesamte Galaxie. Wenn Ihre Bestimmung hier liegt, werden wir sie finden. Dann stellt sich nur noch die Frage, was ich damit anfangen werde. Aber bis es soweit ist, entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Wir haben uns jetzt gerade erst unterhalten. Ich habe gehört, wir hätten es Ihnen zu verdanken, dass die Tempest so schnell einsatzbereit war. Vetra kommt immer zu mir, wenn sie ein Wunder braucht. Und mich hat es unter den Fingern gejuckt, diese spezielle Aufgabe zu übernehmen. Ich war sowas von bereit dafür. Erzählen Sie ihr das nicht, aber ich frisiere die Berichte, damit sie schneller vorliegen. Und reiße mir dann heimlich den Arsch auf, um es auch hinzukriegen. So wird die Legende von Gil immer größer. Außerdem strahle ich Ruhe und Sicherheit aus. Dadurch entspannt sich das Team und kann seine eigenen Arbeiten besser erledigen. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde? Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch öfter von ihr. Wie schwer war es all diese Monate auf der Nexus? Haben Sie je übergarte Weltraumkuhzunge gegessen? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Dann hätten Sie nämlich einen ungefähren Vergleich. Man fragt sich ständig, ob man durch eine kritische Fehlfunktion sterben oder verhungern wird. Und malt sich aus, was wohl schlimmer wäre. Aber hey, wenn einem Angst und Langeweile mal zu viel werden, kann man sich immer noch damit trösten, Teil des größten Fehlschlags in der galaktischen Geschichte zu sein. Oder vielleicht auch bei einer Revolte mitmachen. Wie war Ihre Einstellung dazu? Ich habe keine Wetten platziert, falls Sie das meinen.
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie irgendjemandem gut getan hat. Egal auf welcher Seite man steht, wenn ein Bruder oder Teammitglied plötzlich zum Feind wird, stirbt dabei auch immer ein kleiner Teil von einem selbst. Wir sind so weit gereist, voller Hoffnung und Vorfreude, nur um dann im Kampf um ein paar Reste übereinander herzufallen. Das ist einfach traurig. Noch ist dieser Einsatz kein Fehlschlag. Noch nicht. Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob. Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Und was die Leute von der Hyperion betrifft, unser Doc ist ziemlich neugierig, Liam für jeden Spaß zu haben und Cora, sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Wir brauchen Regeln, um hier zu überleben. Hey, ohne Vielfalt wäre das Leben doch langweilig, oder? Unterschiedliche Ansichten sind die Basis für gesunde Diskussionen. Was ist mit Callow? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh, kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Irgendwas stimmt doch da nicht. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Na gut, lassen wir es ihm für jetzt durchgehen, aber neugierig werde ich trotzdem sein. So, von da oben sind wir gekommen. Ups. Wump. Ich suche eigentlich die Krankenstation die ganze Zeit. Ich muss mich noch orientieren auf dem Schiff. Crew Quarters? Dann war die Krankenstation da hinten irgendwo, ne? Hier. Genau. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihren Bruder zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Taparo. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Oh ja, lass uns die Form von Aliens sein, die in die Galaxie kommt und dann die einheimische Bevölkerung entführt, um sie zu sezieren. Das finde ich gut, das, wir wiederholen alte... Oh mein Gott. Ja, ja, mhm. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Dort gab es jede Menge kroganische Söldner. Das beste Habitat außerhalb von T'Chanka. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav Ihr Gemüse isst. Das wird Sam bestimmt machen. Also ich sagte, wir nehmen einfach mal alle Flirtoptionen mit. Da wusste ich nicht, dass wir mit jedem, mit allem flirten können. Und das wird mir dann doch ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Dann, ich glaube, das passt dann wieder nicht zum Charakter, wie ich mir Ryder gerade vorstelle. Also ich meine, sie ist natürlich schon jung und ein bisschen flirty drauf, aber mit Sicherheit nicht so, dass sie einfach rumrennt und ihr Hauptfokus darauf liegt, einfach jeden anzuflirten. Das finde ich, ich muss das vielleicht mal doch mal recherchieren. Wie und mit wem man hier tatsächlich intensivere Beziehungen eingehen kann. Bevor ich da irgendwas falsch mache. Also, falsch machen, in Anführungszeichen. Andererseits will ich mich natürlich nicht spoilern. Ich glaube, ich lasse es.
Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Rider und ich mache dasselbe mit meinem. Harry. Das war der alte Arzt. Die besten Ärzte, die man haben kann, zumindest meiner Überzeugung nach, jeder kann das ja ein bisschen anders sehen, aber meiner Überzeugung nach, den besten Arzt, den ich jemals hatte, das war ein alter Griesgram, der sich nicht davor gescheut hat, mir Dinge zu sagen, die ich nicht hören wollte und der bisweilen auch einfach ein bisschen gröber war, aber halt einfach bestrebt, seinen Job zu machen. Und den hat er richtig, richtig gut gemacht. Gesichtsrekonstruktionsanlage. Ich wünschte, sowas würde es mehr L geben, da würde ich sofort... würde ich sofort hinrennen. Tja, da können wir jetzt theoretisch unser Aussehen anpassen, aber ganz ehrlich, bin da durchaus zufrieden mit unserem Aussehen, wie es jetzt ist. Von da. Oh. Achso, ja, ich habe ja was geändert im Spiel, ja. Okay. Also ich habe ja eigentlich nichts geändert, aber trotzdem. Respec Station. Ryder, Cora. Investieren Sie Credits, um Ryders Fähigkeiten zurückzusetzen. Ach so, okay. Wie üblich auf der Krankenstation. Schön. Ryder. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, das stimmt. Für die Asari sind wir auch Aliens. Von daher passt das. So, haben wir jetzt noch irgendwen vergessen? Das Crew-Infoboard, das hat man schon gelesen. Das waren die Duschen, da hinten war nichts mehr, das war ja die Kantine. Da ist gerade niemand. Hier vorne, das war unser Quartier. Achso, da würde ich gerne noch einmal ganz kurz, das ist mir nämlich jetzt schon während der ganzen Gespräche aufgefallen. Das finde ich aber noch ein bisschen übertrieben. So, lange, die Jacke gefällt mir schon ganz gut, der Hoodie gefällt mir theoretisch auch. Aber ich finde die Jacke ehrlich gesagt besser als Erkunderin. Aber folgendes, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, das war die Hose, genau. Das war der Schal und die Hose. Outfit Farbe 2 war, das war das. Ja. Und Outfit Farbe 3 war die Jacke. Es macht mir ein bisschen, ich hätte das eigentlich gerne, aber das nur hier, nee. Moment. Achso, dieser Kragen da bleibt immer, der bleibt immer schwarz. Ich hätte den Kragen gerne weiß gehabt, um ehrlich zu sein. Aber gut, ist halt so. Machen wir das wieder so, wie es gewesen ist. Na gut. So, in meinem Quartier habe ich, glaube ich, nicht so viel zu tun. Das bedeutet, ich glaube, wir haben mit jedem an Bord nochmal ein Gespräch geführt. Hallo Sarah, es ist interessant, erneuert zu werden. Was meinst du damit? Seit meiner Schöpfung war ich Alec Ryder, Sam. Jetzt bin ich ihr, Sam. Ich bin immer noch ich selbst, aber der Input und die Erfahrungen sind völlig neu. Ich werde mich in eine andere Richtung weiterentwickeln. Der Begriff Reinkarnation scheint mir passend dafür. Ist das, was aus dir wird, okay für dich? Das weiß ich erst, wenn ich das Ergebnis sehe. Ich freue mich auf unsere weitere Partnerschaft. Wie hat Dad das mit Scott und mir beurteilt?
Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SEM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache, zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst. Der war doch gut. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SEM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Sagen wir mal rein hypothetisch, ich wäre an dem Tag krank gewesen, als der Quanten... Verstrickungskommunismus durchgenommen wurde. Durch verknüpfte subatomare Partikel lässt sich eine sichere Kommunikation ohne Zeitverzögerung über große Entfernungen einrichten. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. Kann er noch mehr Witze erzählen? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum fressen Dreschlunde keine Komiker? Weil sie komisch schmecken. Ja, okay, der ist jetzt, Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Meine Algorithmen formen gerade einen neuen. Berechne den Kurs der Pointe. Das war kein Witz. Oh, natürlich. Danke, Sam. Das genügt. Es war zwar kein Witz, aber es war trotzdem irgendwie lustig. Ja, berechne Pointe. Und wieder zurück. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus. Ich habe das Gefühl, alles wird anders kommen. So. Ach, guck mal. Ah, wie schön. Wir können uns das Ding auch mal... Oh, schön. Können das Ding von allen Seiten... Guck mal, dieser Arm ist offensichtlich komplett ausgebaut. Da ist auch schon ganz viel Lichter und Leben. Der untere, da fehlt noch einiges. Der ist nicht fertig gebaut. Der muss noch fertig gebaut werden. Bewahre, dass die Cat jemals davon erfahren, wo sich die Nexus befindet. Wobei ich vermute, dass die mit Sicherheit auch mit entsprechenden Verteidigungsmechanismen ausgestattet ist, aber trotzdem. So. Nun. Clusterkarte UI verbergen. Scanner aktivieren. Scanner sagt im Augenblick nix. Doch, Fortschritt 33%. Aber ich glaube, das sind die Planeten, die wir noch erkunden müssen, ne? Lass uns einfach mal zu Mahuan. Schön. Ich mag sowas. Scanner aktivieren. Mahuan besteht größtenteils aus Wasserstoff und Methan. Seine relative Nähe zur Nexus macht ihn zu einem geeigneten Ort für die Entladung von Antriebskernen. Es gibt außerdem Pläne, dort eine Helium-3-Abbaustation zu errichten. Und ein Mond. Aber nichts zum Scannen.
Das hat ein sehr schönes Gefühl. Also diese Reisen. Oh! Anomalie entdeckt. Aufgrund eines charakteristischen Rings wurde H599 während der ersten Erkundungsbemühungen der Nexus häufig als Treffpunkt genutzt. Einige Piloten bezeichnen einen kurzen Flug mit zahlreichen Gefahren noch heute als 99er. Sonde unterwegs. Orte die Überreste eines Schiffes. Die Karyatid treibt schwer beschädigt durchs All, kann aber geborgen werden. Nexus, Anzahl der Crew 5, Status als vermisst gemeldet, mutmaßlich verschollen. Was ist mit dem Ding passiert? Geborgen. Ja gut, ist anscheinend ein Planet mit Gefahren, wenn man darum herum manövriert, aber... Hat denn niemand nach dem Wrack gesucht außer uns bis jetzt? Das sieht mir aus, als wären die von Waffen getroffen worden. Ich bin jetzt kein Experte für, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Aber so rein vom Optischen. Gongzen. Das sieht doch nach einer schönen Welt aus. Vielleicht vertue ich mich da auch. Aber die ist grün. Guck mal. Mit Eiskappen. Gongzen ist eine kleine, glühend heiße Welt, deren Temperaturen teilweise von ihrer schweren Stickstoffkohlendioxidatmosphäre herrühren. Verschiedene Hinweise legen nahe, dass ihr Eisring einst ein kleiner Komet gewesen ist. Oder war. Punkt. Okay, glühend heiß. Oberflächentemperatur 1800 Grad. Das ist doch schön. Da kann man doch leben. Was ist denn das Problem? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, der sieht auch schön aus. Mit Lava da unten. Fexin ist eine extrem heiße Welt mit hoher vulkanischer Aktivität. Ihre dichte Kohlendioxid-Ethan-Atmosphäre bedeckt eine eisenreiche Oberfläche mit einzelnen Calcium-Einlagerungen. Und Gewitter, wenn ich es richtig gesehen habe, da. Da würde ich gerne mal drauf landen. Ich weiß, 1303 Grad, aber... Oh, was ist das? Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Ein Vulkan. Aktive Vulkanstätte. Schildvulkan mit aktiver effusive Eruption. Lavazusammensetzung, Basaltfluss mit unbekannten Materialien. Dieser Vulkan ist vor kurzem ausgebrochen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Schwerkraft auf Fexin 3,2G ist der Lavafluss räumlich begrenzt. Seine Untersuchung könnte wertvolle Erkenntnisse liefern. 270 Erfahrungspunkte. Naja. Und damit haben wir dieses System komplett erkundet. Clusterkarte. Sie sind hier. Da ist das Pfeifer-System und da ist EOS. Folgen wir nun erstmal unserem eigentlichen Auftrag. System Pythias. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung EOS. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ach komm, wir machen das direkt. Die anderen Planeten werden wir auch noch untersuchen, keine Sorge. Aber lass uns erstmal nach EOS fliegen. Das ist so schön.
Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Ey, das war fies. Da unten war noch eine Anzeige. Mit der Lebensfähigkeit. Unsere Handlungen auf Eos können die Lebensfähigkeit verbessern oder verschlechtern. Okay. 19 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Eos ist eine Wüstenwelt mit beträchtlichen Ressourcen, deren Atmosphäre durch den Fallout der Geißel kontaminiert wurde. Sie wurde nach mehreren gescheiterten Besiedlungsversuchen als nicht bewohnbar eingestuft. Achtung, Signal entdeckt. Es ähnelt dem der Vorrichtung auf Habitat 7.